Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Narbenbox von Crystal F. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Narben von Crystal F von Rough Fiction sieht aus von der Box wie eine blutige FBI-Akte. Also wir sehen hier schon Crystal F, FBI File Copy und hier eben Blutflecken. Ist vom Design was wirklich Außergewöhnliches, habe ich noch nie in vergleichbarer Form gesehen. Also es ist eine reguläre Clubbox. Allerdings haben wir hier, wie gesagt, ein ganz spezielles Design. Sieht auch, wenn man sich es in den Kasten stellt, echt täuschend echt aus. Hier unten die einzelnen Akten. Der ganze Inhalt. Es klappert auch schon. Und hier die Rückseite, glatt schwarz. Und hier noch ein Strichcode. Was steht hier noch? Hier steht noch FBI File Copy. Reconstructed from damaged documents. Warning, Federal Bureau of Investigation, Department of Justice. Und hier noch Crystal F. Narben. Schauen wir mal, was sich in dieser blutigen Akte befindet. Wir haben einmal ein paar Handschuhe, die Instrumentals zum Album Narben, das Album an sich, eine File Copy, zwei Sticker und ein Poster. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Crystal F. Narben. Hier sehen wir einen Jungen vor einem, ja, vor einem Zaun mit Tieren dahinter. Sieht fast so aus wie so ein typisches Bild aus dem Streichelzoo oder aus dem normalen Zoo. Allerdings halt sehr verwischt, sehr verfälscht das ganze Foto. Sieht auch ein bisschen so wie so ein 3D-Foto aus. Also eine 3D-Aufnahme ist ja auch immer so mit Grün und Rot. Aber auf jeden Fall sehr, sehr verwischt. Wirkt dadurch natürlich etwas, ja, horrormäßig. Sehr, sehr unheimlich das Ganze. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Die Tracks sind hier teilweise durchgestrichen, aber ich glaube, das ist nur ein Stilmittel. Wir haben 13 Tracks und wir haben Features von Swiss, Busty Trailer Park, Tamash, Arbok 48 und Craig Klaus. Alles klar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf diesem Album, ich habe es mir durchgehört, ich habe jetzt keine wirklichen Favoriten von den Tracks her. Ich habe nichts gegen den Künstler Crystal F, gerade so im Verband, also in die Formation Rough Fiction, höre ich mir echt gerne an, haben gute Tracks, gehen gut ins Ohr. Allerdings jetzt das Album an sich ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Es erinnert mich ein wenig an Hirntod, weil halt sehr viel oder der Großteil der Texte handeln von irgendwie Gewaltfantasien und Sachen, die anderen Menschen oder anderen Tieren angetan wird. Ist halt auf Albumlänge etwas mühsam. Wenn man jetzt so ein paar Tracks dabei hat, wie zum Beispiel JAW, Täter-Opfer-Ausgleich 2 zum Beispiel, zwei Tracks da irgendwie wo abgerechnet oder Rache genommen wird, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn das ganze Album halt diese Thematik beinhaltet, dann ist das halt etwas mühsam in meinen Augen. Aber es gibt sicher Leute, denen das auch auf Albumlänge zusagt. Gut, dann schauen wir uns zuerst mal das Booklet an. Relativ dünn. Und zwar haben wir einmal hier Willkommen zu Hause, eine Aufnahme des Künstlers. Dann haben wir ihn hier, das ist die Frage. Also sieht jetzt nicht nach Fitness aus, sondern es dürfte eher so ein Verhörraum sein, wo Menschen gefoltert werden. Der orangene Anzug spricht dafür, also so ein US-Gefängnis, CIA Black Site, sowas. Auch hier wieder der elektrische Stuhl. Und hier die Credits.
Also keine Infos zu den einzelnen Tracks, sondern wirklich nur diese drei Aufnahmen von Crystal F. Was haben wir hier? Eine Danksagung oder eine Widmung. Ich widme dieses Album allen Opfern von Mobbing, häuslicher Gewalt, Missbrauch und allen, die ihre Narben nicht nur auf der Haut, sondern auch im Inneren auf der Seele tragen. Sehr, sehr nette Widmung auf jeden Fall. Also kann man durchaus mal machen. Die meisten schreiben dann doch irgendwas rein von wegen danke Mama, danke meinem Vertrieb etc. Aber so eine etwas individuelle persönliche Widmung, eine nette Sache. Okay, das Album an sich, die CD an sich sieht folgendermaßen aus. Hier weiß und schwarz, Crystal F Narben RFP17. Ich schätze mal, das wird irgendwie für Rough Fiction Production oder wie auch immer stehen. Hier nochmal das Bild, das wir auch schon vom Cover kennen. Dann haben wir die Instrumentals. Diese in einer Papphülle. Das ist die Frage, was das darstellen soll. Erinnert ein bisschen an, wie heißt dieses kleine Viech von, wo war das? Marvel? Groot? Ein kleines Baummännchen. Oder erinnert mich sehr stark. Oder so eine Vogelscheuche vom Kopf her. Instrumentals, Narben lesen wir hier. 12 Tracks. Und das Ganze diesmal in schwarz. Okay. Dann haben wir Narben. Bild- und Tonmaterial. Bedeutet, wir haben hier die einzelnen Tracks mit den Texten. Also jeder Track Text hier einzeln abgetippt und hier noch ein paar schöne Kindheitsaufnahmen oder Schwarz-Weiß-Fotos. Hier die ganzen Tracks abgetippt. Weitere Aufnahmen. FBI-File-Copy. Und hier zum Schluss haben wir noch Rough Fiction Narben, das Hörbuch. Also die Frage, ob man es lesen kann. Da ist sehr viel Blut darüber. Narben Hörbuch ist hier zu lesen. Das will natürlich jetzt gerade nicht raus. Ja, aber jetzt, so sieht das Ganze aus. Das ist die Frage. Ja, oh ja, man kann das schon lesen. Narben Hörbuch steht hier. Also, es ist nicht nur das Album und die Instrumentals, sondern es wurde auch noch zu diesem Album ein Hörbuch aufgenommen. Muss ich ehrlich sagen, in das habe ich noch nicht reingehört. Kann ich auch nicht sagen, wie lange das dauert, dieses Hörbuch. Aber haben schon ein paar gemacht. Zum Beispiel Bastard bei Meister der Zeremonie hat ja auch ein Hörbuch aufgenommen. Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Also gibt's echt selten und da hat man sich was überlegt. Es wird wohl ziemlich in die Richtung Horror und Crime gehen, sage ich mal. Narben, Bild und Tonmaterial. Ja, werde ich definitiv nochmal reinhören und mir auch das Hörbuch geben. Dann haben wir zwei Sticker. Der erste Sticker sieht so aus. Er ist rund, also ist hier dann rauszulösen. Rough Fiction Productions, der Panzer, das Logo, kennt ihr wahrscheinlich. Und dann haben wir noch, neben dem quadratischen Sticker, einen rechteckigen, dünnen Sticker. Ich dachte am Anfang erst, das wäre ein Würstchen, aber nein, das dürfte eine Haut sein, also menschliche Haut, die hier zugenäht wurde. Also passend zum Albumtitel Narben haben wir hier eine zugenähte Narbe. Ja, kann man schön als Sticker irgendwo anbringen. Einfach einen Narbensticker. Passend. Dann haben wir das Poster. Einseitig und im Hochformat. Und auf diesem Poster sehen wir den Künstler, wie er hier auf dem elektrischen Stuhl festgespannt wurde. Und dem Ende relativ, ich würde mal sagen, gelassen entgegensieht. Also keine große Spur von Verzweiflung, Angst, Panik, sondern ja, ich würde sagen, Gleichgültigkeit. Schönes Motiv, Hochformat, kann man sich gut aufhängen, und Typen auf dem elektrischen Stuhl. Und dann haben wir als letzten Bestandteil die Handschuhe.
ebenfalls mit Rafiction Logo, wieder dieser Panzer. Und diese Handschuhe dürften wohl für das Sprühen gedacht sein. Also, für alle, die etwas mit Graffiti anfangen, ich schaue mal ganz kurz, ob ich da hineinpasse. Dann werde ich mal kurz beide anprobieren. Also, diese Handschuhe sind dafür gedacht, dass ihr dann beim Entleeren diverser Sprühdosen eure Haut bzw. eure Hände nicht verschmutzt und dass ihr schön anonym sprühen könnt, ohne dass die Polizei dann oder ohne dass man im Nachhinein irgendwelche Farbspuren auf eurer Hand findet. Ja, sieht echt gut aus. Rough Fiction kann man durchaus tragen. Die sind auch hier so speziell beschichtet, damit eben hier keine Farbe durchkommt. Ja, hat was. Echt eine schöne Optik. Gefällt mir richtig gut. Und habe ich auch so in einer Deluxe-Box noch nie gehabt. Also Handschuhe fürs Sprühen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die beiden eben gezeigten Handschuhe. Das Poster im Hochformat. Crystal F auf dem elektrischen Stuhl. Dann die zwei Sticker, einmal quadratisch, einmal rechteckig. Dieses kleine Büchlein mit den ganzen Songtexten und inklusive der Hörbuch-CD. Die Narben-Instrumentals in der Papphülle und das Album Narben an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box, Narben von Crystal F. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Crystal F unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.